Ja, sonnenliche Morgengrüße in den Äther, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, 10:35 Uhr am 10. Juli, Freitag, hier im Outback München. Sanfter Sonnenschein, herrliches Wetter, und insofern darf man sich schon mal darauf freuen, was das Wochenende einen so beschert. Letztlich, hoffentlich hat sich der ein oder andere auch über den DAX-Auftrieb freuen können. Wir hatten den DAX gestern eingeschätzt, zugegebenermaßen mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung zu bärisch, wie man feststellt, aber die Märkte sind immer noch ein Stück weit sehr, sehr newsgetrieben, abhängig. Die Lösung um Griechenland lässt hier die Anleger wieder aufhorchen. Und gestern hatten wir hier die Situation, dass der Index, und das hat sich im Prinzip schon relativ frühzeitig eben erledigt, dass wir hier, wenn wir nicht über 10.880, 10.890 rund diesen Widerstandsbereich hier rauskommen, und die Idee war eben, dass wir hier abprallen, wenn wir es nicht schaffen, hier eben rauszuziehen, dass der Index dann eben hier nach unten abdreht. Zugegebenermaßen jetzt aber haben wir hier am Donnerstag einen positiven Erfüllungswert wieder gehabt, und wir haben jetzt eine 65-prozentige Quote von positiven Schlusspreisen am Donnerstag. Und gestern mit 2,1 irgendwas Prozent hat der DAX natürlich auch wieder grandios einen draufgelegt. Letztlich auch hier oberhalb von 10.910, das war ja praktisch sozusagen das Trigger-Level, das wurde noch im Vormittagshandel abgearbeitet, hat sich der DAX hier weiter nach oben geschraubt. Marke von 11.000 war dann doch zu viel des Guten. Rücksetzer und dann eben hier das Morning oder das Opening in den neuen Tag, hier in der JFD 24-Stunden-Indikation, es knallte hier förmlich nach oben durch. Heute mit einem Riesengap gestartet und hier, wenn wir uns jetzt mal rauscrollen, an einem sehr, sehr interessanten Punkt gescheitert. Den hatte ich gestern noch nicht auf der Pfanne, um zugegebenermaßen hatte ich nicht mit einem solchen Anstieg gerechnet, das muss man ganz klar sagen. Aber dieser Widerstand, diese Linie, die ich gerade verlängert habe, die ist schon seit Anbeginn dessen, also hier seit dem 1. Juli im Chart, seit wir nämlich damals genau hier stoppten. Und der DAX setzt aktuell zurück. Erstes Rebound-Level ist hier der Bereich 11.115. Das ist der erste sehr wahrscheinliche Bereich, den wir jetzt hier ansteuern werden, um dort hier gegebenenfalls eine Pause zu vollziehen, um dann generell wieder aufwärts zu streben. Das ist die Gretchenfrage. Wir haben heute, das haben Sie gerade gesehen in der Wochentagsstatistik, einen leicht negativen Hang in Sachen Schlusspreisen, 40%, das ist schon eine Hausnummer. Hier, die Freitagsschlusspreise sind in der Regel negativ. Aber aufgrund des starken Abmomentums und eben ja, den voraussichtlichen Lösungsansätzen in Sachen Griechenland und dergleichen ist die Euphorie groß. Doch es schwellt halt immer auch ein Risiko. Ja? Was kommen hier am Wochenende noch für Statements rein? Wir haben das Wochenendgap, wir haben die Pause, wir haben hier noch zwei Verhandlungstage, die dann ja irgendwelche News am Sonntagabend, Montagmorgen wieder zu Tage fördern könnten, die ja vielleicht den einen oder anderen Anleger, der jetzt hier auf diesen Ausbruch, auf diese Erholung mitspekuliert hat, hier dazu veranlassen, Gewinne mitzunehmen. Diese dürften, wie gesagt, kurzfristig durchaus ausgebaut werden. Hier der Bereich 11.115 rund, ein sehr, sehr interessantes Level, um eben zu sagen, okay, hier könnte der DAX zunächst erstmal stoppen. Hier unten der Boden ist definitiv jetzt vollzogen mit dem Ausbruch nach oben. Hier auf der Oberseite haben wir jetzt den Deckel drauf bei eben 11.250 Punkten. Unterhalb dessen ist der DAX meines Erachtens jetzt hier nicht wirklich das bullischste Manöver, das man jetzt hier sehen kann, aufgrund der jüngsten Zugewinne und eben des Risikoscharms vor dem Wochenende, bin ich mir nicht sicher, ob der DAX es schafft, hier oben rauszuziehen. De facto, und es gibt Overrange-Tage, wäre es, wenn der DAX hier richtig nochmal auftritt und über 11.250 rauszieht, dass dann Niveaus bis 11.350, 11.400 Punkte die wahrscheinlichste Option wären. Dann haben wir auch hier diese Aufwärtstrendkanallinie. Den schauen wir uns gleich im Tageschart nochmal an. Hier haben wir übrigens auch eine untergeordnete Trendkanallinie, die hier, wenn ich jetzt mal ein Stück weit runter gehe, da ist sie. Wir haben hier die kleinen Spikes nach oben. Das ist immer die Sache, wie legt man eine schräge Trendlinie an, nicht wahr? Aber in dem Fall haben wir hier die Situation, dass diese Trendlinie, die noch aktiv ist, mit diesem Spike hier auch, wie gesagt, auch in Form eines Kreuzwiderstandes den DAX heute an weiteren Zugewinnen behinderte. Und insofern, wie gesagt, mache ich das jetzt mal ein Stück weit visueller. Sollte es jetzt hier noch nach unten gehen, im Worst Case sogar noch ein Stück tiefer. Und dann muss man sehen, ob die Kraft ausreicht, hier wirklich weiter nach oben aufzudrehen. Aber es sind Startimpulse gesetzt, die hier den Index auf jeden Fall erstmal weiter beflügeln dürften. Andernfalls kann es eben auch hier direkt dann von 11.115 schon nach oben gehen. Wir haben jetzt hier ein kurzfristig bullisches Momentum drin, innerhalb des übergeordneten Abwärtstrendkanals. Nach wie vor, wir schauen uns das gleich am Tagesschart an. Und
Worst Case wäre es meines Erachtens, wenn wir unter 11.000 Punkte zurückgehen. Ja, das wäre hier sicherlich dann, da wäre auch das Momentum von heute Morgen. Sie sehen hier die Neidkerze von 11 Uhr, das wäre das Momentum von heute Morgen, wäre dann weggeblasen und das würde sicherlich starke Ernüchterung bedeuten. Aber faktisch kann das natürlich auch per Gap jetzt am Montag sicherlich dann auch erfolgen. Aber hier unten haben wir jetzt definitiv unterhalb von 11.000 Punkten, unterhalb dieser Rundenmarke hier definitiv dann ein Stück weit Risiko. Gut, wir schauen noch mal kurz auf die Saisonalität vom DAX. Hatten wir ja auch gestern schon gemacht zu dieser Zeit. Wir hatten hier, jetzt muss die Indikation mal laden, da haben wir sie, kurzfristig ein Up-Momentum, um dann, wie gesagt, das ist auch kein Geheimnis über die Sommermonate und richtig kritisch wird es ja im September, dass wir dann hier im Prinzip eine weitere Fortsetzung der Abwärtsbewegung haben. Also das Pulver scheint für jetzt aktuell schon ein Stück weit verschossen. Weitere Rücksetzer sind meines Erachtens, wie gesagt, sehr, sehr wahrscheinlich, die sich allerdings eben hier in diesem Bereich 11.050, 11.115 wieder stabilisieren könnten, damit der DAX dann die nächste Aufwärtsstufe startet. Aber die Zeiten derzeit sind natürlich technisch bedingt hier in erster Linie sehr gut einzufangen, aber solche Spike-Moves, ja, die überraschen hier natürlich dann doch immer wieder. Und insofern hat sich hier das direkte Abwärtsmomentum, Sie sehen es an diesem blau gestrichenen Pfeil, der schon eine gewisse Vorsicht eben anlasst, nicht erfüllt. Und jetzt sind wir hier eigentlich schon grundsätzlich in diese übergeordnete Aufwärtsperspektive geschlittert. Trotz der Erholungen bleibe ich, und da passe ich jetzt den Pfeil gern mal an, auf größere Sicht noch immer negativ eingestellt, weil der übergeordnete Bias meines Erachtens hier nicht einen stark positiven Drive zulässt. Wir haben hier oben dann definitiv dann hier diesen Kreuzwiderstandsbereich. Haben jetzt eben auch hier diese Trendlinie, ich gehe mal drauf, hier aus dem Stundenchart, das ist genau hier diese Trendlinie, die wir vorhin hatten, überwunden, also touchiert sozusagen und jetzt aber wieder unterschritten. Das ist per se jetzt nicht unbedingt das bullischste Signal. Es sei denn, die Kerze dreht hier nochmal auf und dann muss man sehen, wo wir hier per Wochenschlusspreis rausgehen. Aber rein technisch würde es mich nicht überraschen, wenn wir jetzt kurzfristig erstmal Rücksetzer sehen, die hier den Markt durchaus noch ein Stück weit tiefer führen könnten. Um jetzt das bullische Szenario auch nochmal abdecken zu erläutern, oberhalb von 11.400 Punkten wäre meines Erachtens der Bulle von der Leine. Ja, wenn das am Montag passiert, beziehungsweise in der nächsten Woche ein Close über 11.400 Punkte, dann muss man sagen, dann ist dann das bärische Setup, welches ich aktuell noch favorisiere, schnell vom Tisch zu nehmen. Dann muss man davon ausgehen, dass der DAX hier nach oben ausbricht. Also jetzt hier aktuell die letzten 2 Tage sehr, sehr korrektiv, sehr, sehr erwartungsgetrieben in Sachen Griechenland. Wenn es da nochmal Störfeuer gibt, dann würde das hier die aktuell technische Situation begünstigen, die hier eher auf alsbald weiterfallende Preise schließen lässt. Das Ganze wäre definitiv oberhalb von 11.400, 11.450 Punkte umzukehren. Dann würde sich hier schlagartig der Pfeil in Blau verwandeln und dann hätten wieder die Bullen Chancen, Richtung 12.000 plus zu ziehen. Keine Frage. Aber aktuell sehe ich hier eher noch gerade im Trendfolgesystem Sinne die Risiken auf der Unterseite. Gut, liebe Zuschauer, dann haben wir den DAX schon mal besprochen. Gegebenenfalls nehmen wir den Mittags-Schrägstrich am Nachmittag nochmal unter die Beschau. Ich hoffe, ich konnte hier ein Stück weit Licht ins Dunkel bringen. Es ist, wie gesagt, zurzeit sehr, sehr hektisch mit solchen Opening Gaps. Es ist wirklich nicht einfach, da zu agieren. Andererseits, der ein oder andere hat auch die euphorische Eröffnung schon zum Short-Einstieg genutzt. Sehr, sehr clever. Da darf man sicherlich schon Gewinne absichern, Gewinne mitnehmen. Also dahingehend immer flexibel bleiben. Ja, das Fähnchen im Wind sozusagen. Es bringt nichts, wenn man gegen die Masse handelt. Man sollte ja immer versuchen, die Trends zu antizipieren. In dem Zusammenhang viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Wünsche Ihnen noch was. Wir hören uns später wieder, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.